Diesen Monat ist viel auf meinem Kanal passiert und natürlich haben wir auch ein paar Spiele gekauft. Was genau, seht ihr jetzt. Ich grüße euch zu den Pickups vom August 2018. Schon wieder ist ein Monat fast vorbei. Ich habe natürlich einige Spiele gekauft, aber die großen Investitionen habe ich diesen Monat in die Technik getan. Ihr seht es vielleicht selber, die Videoqualität ist deutlich besser geworden. Und zwar habe ich ja ein ganzes Jahr ungefähr gebraucht, bis ich mich jetzt regelmäßig vor die Kamera getraut habe. Aber es macht mir ehrlich gesagt zunehmend Spaß. Und ich hatte noch so viele Ideen, was ich eventuell noch umsetzen möchte. Im Kopf, aber die Technik, also ich hatte natürlich eine Webcam, womit man alles gut gefilmt hat, das habt ihr vielleicht auch zum Beispiel im letzten Pickup-Video gesehen, die ist in Ordnung, aber natürlich wird die sehr schnell so ein bisschen schwummrig und so weiter, und da ich persönlich so ein bisschen immer das Optimalste haben will und mich natürlich auch gerne mal in so technische Sachen reinarbeite, habe ich mir eine neue Kamera gekauft und zwar die EOS D200. Ich habe lange recherchiert, ich wollte natürlich jetzt auch nicht zu viel ausgeben, also selbst die Kamera, die, ja, da musste ich schon lange dran überlegen, bin aber sehr zufrieden damit. Ich habe viel rum recherchiert, was ich mir da kaufen soll, wenn ihr es bei Google eingibt, also jede Seite schlägt eine andere vor, die optimal ist und so weiter. Ich bin jetzt bei der geblieben, weil ich nämlich schon eine EOS hatte. Also eine Canon Spiegelreflex, die heißen alle EOS, falls euch das nichts sagt. Und zwar habe ich mir für 5 Jahren mal dieses Einsteigermodell so für gute Urlaubsfotos und so weiter besorgt und hatte dafür auch noch dieses Makroobjektiv, was ihr momentan seht, was sehr schönes Bild macht, sehr schön fokussiert, den Hintergrund so ein bisschen leicht verschwommen. Also im Prinzip so die Optik, die ich haben wollte. Und daher war das Objektiv auch auf die neue Kamera jetzt drauf passt, das heißt Bayonet, glaube ich, das EOS Bayonet, das passt da, und daher war es die, hat auch sehr schön rückklappbares Display und so weiter, wird euch jetzt nicht großartig interessieren, aber für mich ist super. Damit habe ich jetzt schon 2 Videos gemacht, einmal den Secret of Mana Spieleberater und einmal den letzte Woche den Retron 5 Test, und ich habe momentan echt viel Spaß mit diesen Sonntagsvideos, nenne ich die mal. Also ich drehe die immer jetzt samstags, wie zum Beispiel jetzt auch dieses Video, weil ich da einfach Zeit und die Ruhe dazu habe, und dann kommen die Sonntag, weil da habe ich festgestellt, dass da viele von euch Zeit haben, da klicken viele rein. Freut mich tierisch, dass diese Videos so gut ankommen. Also wenn ich mir so die Klickzahlen anschaue, kommen diese Videos, wo ich mich so ein bisschen austobe, auch sehr gut bei euch an. Und das finde ich natürlich herrlich und das freut mich. Und da soll es einfach die Technik sein. Neues Mikrofon habe ich denn auch, weil ich natürlich durch einen Vorteil jetzt durch die Kamera, ich kann jetzt auch unabhängig vom Computer filmen. Das heißt, vorher hatte ich die Webcam am Laptop angeschlossen und dann da gefilmt und den Laptop da hingestellt. Och, das war immer ein Durcheinander. Und so kann ich jetzt unabhängig vom Laptop-Film. Das ist eigentlich sehr praktisch und ja, es ist einfach so, ich mache nicht viel was anderes, aber das Bild ist auf jeden Fall viel besser und dadurch kann ich euch bessere Qualität liefern und dadurch bin jetzt ich auch mehr zufrieden. Aber genug vom Technischen. Es ist auch so viel auf meinem Kanal passiert. Es sind viele neue Abonnenten dazugekommen, hauptsächlich dadurch, dass ich bei dem guten Grüße an dieser Stelle und vielen Dank nochmal für die Gelegenheit ein bisschen Promo für meinen Kanal machen konnte, und da sind wirklich viele neue dazugekommen. An dieser Stelle herzlich willkommen an euch alle. Falls ihr mal irgendwelche Vorschläge oder sowas habt, einfach in die Kommentare rein. Kriegen wir alles hin. Und wirklich vielen Dank für den Wii, für diese Gelegenheit, dass ich kurz mal vor einem seiner Videos eine kurze 30-40 Sekunden Video-Grußbotschaft und ein bisschen Promo für mich machen konnte. War echt super. Vielen Dank auf jeden Fall. Dann ist natürlich auch noch so ein bisschen was um meinen Kanal passiert. Eine Sache seht ihr euch. Ich hoffe, das Mikrofon passt. Jetzt vielleicht schon gesehen. Ich habe so ein bisschen am Kanaldesign gearbeitet. Das heißt, ich habe eine Seite gefunden, wo man sich sehr günstig Logos erstellen kann, und ich war immer, das grundsätzliche Kanaldesign war zwar okay bei mir, aber es war immer so ein bisschen zusammengestöckelt. Also auch diesen alten Panda-Avatar, das war irgendein kostenloses Stockbild, was ich dann für mich angepasst habe. Denn das Avatarbild hier war dann etwas anders, was der Carpe mal irgendwo gekritzelt hatte und so weiter. Das war alles so zusammengestochert, und ja, ich weiß, euch stört es wahrscheinlich nicht, aber mich, ich bin da so ein bisschen Perfektionist. Da habe ich jetzt diesen Pixel-Panda machen lassen für
für 5 Euro, kostet kaum was. Und bin ich sehr, sehr zufrieden mit, haben mir natürlich schon ein schönes T-Shirt gemacht, finde ich herrlich. Und ihr habt es vielleicht auch bei den Thumbnails gesehen, die haben jetzt ein schönes eigenes Design und so weiter. Also so ein bisschen, ja, ich versuche es immer weiter zu optimieren, sage ich mal. Macht mir auf jeden Fall viel Spaß, ist auch noch nicht komplett abgeschlossen. Aber schauen wir mal auf jeden Fall. Vielleicht kommt es auch daher, weil ich habe ja BWL studiert und auch ein bisschen in Richtung Marketing, und da klingelt das natürlich so ein bisschen immer mit bei mir dabei, Corporate Design und so weiter. Es muss alles stimmig sein, alles passen. Ich habe keine Ahnung. Es wäre wahrscheinlich eigentlich gar nicht notwendig, aber warum auch nicht. Aber jetzt genug gelabert zum Kanal, und hier, ne, ihr seid jetzt wahrscheinlich wegen den Pickups da. Da habe ich natürlich, dadurch, dass ich diese großen Investitionen in die Technik hatte, ist ein bisschen, ja, ein bisschen weniger geworden. Also nicht wenig, so ein paar Sachen habe ich natürlich schon. Aber ja, schauen wir einfach mal rein. Und zwar habe ich zuerst die Seite retroplace.com ausprobiert. Und zwar haben die jetzt seit kurzem Marktplatz. Also es war vorher eine Webseite, wo man so ein bisschen so seine Sammlung sortieren konnte und so weiter. Da habe ich mal so reingeschaut. Also ich habe nicht meine ganze Sammlung da irgendwie eingegeben, weil mir das ein bisschen so fummelig ist. Da gibt es meiner Meinung nach bei der Webseite noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber die haben jetzt einen Marktplatz gestaltet. Und der ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich habe da jetzt 2 Spiele von gekauft. Das Preisniveau ist da auch relativ günstig, da kann jeder was anbieten. Wenn man ein bestimmtes Spiel hat, ist da auch so die Preishistorie, für wie viel ungefähr geht das und so weiter. Also das finde ich eine sehr, sehr schöne Seite, muss ich sagen. Muss ich mal gucken. Ich habe, wie gesagt, bisher diese 2 Spiele gekauft von 2 unterschiedlichen Leuten. Das eine war, glaube ich, ein Privatmensch, das andere war ein Händler. Ich habe selber noch nichts verkauft, deswegen kann ich zu dem Prozess nichts sagen. Aber so vom ersten Anschein her nach gefällt mir die Seite. Auf jeden Fall ist eine sehr, sehr schöne Alternative zu diesen überzogenen eBay-Sofortkaufpreisen. Natürlich gibt es auch bei RetroPlace, denke ich mal, übertriebene Preise, aber ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und zwar habe ich mir da 2 Spiele gekauft, und zwar einmal Time Slip für das Super Nintendo, habe ich irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Euro für bezahlt. Sagte mir überhaupt nichts. Ist ein schönes Shoot'em'up anscheinend, was aber allerdings sehr, sehr schwer ist. Ich habe jetzt für die Aufnahmen jetzt hier auch mal ganz, ganz kurz reingespielt, und ja, es ist wirklich nicht ohne, sage ich mal. Also mal schauen, wann und ob ich da mal einen Test für mache. Zustand ist auf jeden Fall gut. Ihr seht es ja. Ich halte das jetzt auch gar nicht mehr in die Kamera, weil ich hier immer im Vorfeld so ein bisschen diese Drehbilder und die Spielaufnahmen aufnehme. Deswegen muss ich hier nicht so, guck mal, der Zustand. Ihr seht es ja da selber. Ne? Auf jeden Fall, ja, muss ich mal gucken, mal genauer eintauchen. Bin ich mal gespannt. Sieht sehr solide aus, würde ich sagen. Ne? So, und dann als zweites Spiel habe ich mir Super Nintendo Spiel Krusty's Funhouse bestellt. Ihr seht zwar, ist natürlich die US-Version, aber dafür hat es, glaube ich, auch nur 4 oder 5 Euro gekostet. Also, mein Gott. Ich spiele es ja eben mit meinem Retron 5, und da ist es ja eh quasi region-free. Da ist es egal, ob das ein Ami-Cartridge oder ein europäisches ist. Das passt da alles rein. Dadurch diese Emulation, dadurch, dass der Modul-Slot halt das auch aushält. Gilt als das beste Simpsons-Spiel der Ära. Ich habe auch schon einen Test dazu gemacht. Ja, kein Retro-Panda-Quält-Sich-Video, sondern einen wirklichen Test. Ist eine ja, Portierung oder ein Asset-Swap, also die haben einfach die Assets ausgetauscht. Es ist basiert auf einem Amiga-Spiel namens Rat Trap. Hat natürlich mit Simpsons und sowas überhaupt nichts zu tun. Also wie man auf die Idee kam, man dachte wahrscheinlich, hey, schau mal Simpsons drauf, das verkauft sich schon irgendwie. Anscheinend. Ja, also es ist so, dass das ist, ja, Krusty's Haus ist voller Ratten. Und diese Ratten bewegen sich so ein bisschen wie die Lemminge von damals spielen. Also die gehen immer eine gerade Linie bis auf eine Wand treffen und gehen dann zurück. Und da ihr die natürlich vernichten wollt, müsst ihr diese Ratten dann in eine Zerstörungsmaschine blocken. Und dazu müsst ihr halt zum Beispiel irgendwelche Blöcke irgendwo hin
packen und so weiter. Ja, ist okay, aber naja, okay. Den Test werdet ihr selber sehen, der wird jetzt in den nächsten Wochen irgendwann kommen. Ich habe jetzt ziemlich schon viel vorbereitet, weil ich nämlich nächste Woche, ich hoffe, ich verspreche nicht so viel, mein Super Nintendo Sammlungsvideo machen will und dass der etwas aufwendiger ist, da wollte ich mich dann nur darauf konzentrieren. Also, ja, für ein Simpsons-Spiel mag es gut sein, aber das heißt doch nicht unbedingt, dass es auch wirklich ein gutes Spiel ist. Sagen wir ja es mal so. Ne? Okay, das habe ich also beides bei Retro Plays gekauft. Wie gesagt, so vom Ersteindruck ist der Marktplatz sehr angenehm, macht sehr viel Spaß. Schauen wir mal, wie sich das Ganze da entwickelt. Ist natürlich noch, sag ich mal, nicht ganz so viel los, ne, wie es eigentlich hätte vielleicht sein können und so weiter. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich bin positiv überrascht. So. Dann habe ich mir für den Gameboy bei eBay, ja, so eine typische Auktion, worauf man mal bietet, hier für Euro 50 oder 2 Euro habe ich bezahlt, FIFA 96 ist natürlich so ein typisches Sportspiel, ne? Also ich habe mal kurz reingespielt, ich finde es ein bisschen hakelig, okay, Gameboy-Verhältnisse mag es okay sein, aber es ist ja immer so, ne? Für jedes System sind Sportspiele am günstigsten, egal ob man auf dem Super Nintendo ist, Playstation oder sonst was, die Sportspiele sind immer die günstigsten. Woran liegt das eigentlich? Also ich war auch nie so der große Sportspiel-Fan, ehrlich gesagt. Also FIFA sowieso nicht. Ich glaube, das letzte FIFA, was ich mal ausführlich gespielt habe, war der Nachfolger hierzu. Und zwar FIFA 97 war das, glaube ich, für den PC. Und zwar weiß ich noch, das habe ich mir besorgt, weil ich so fasziniert war das, weil es da zum ersten Mal diese Kommentatoren gab, die das Spiel kommentiert haben. Und das war nicht so faszinierend. Aber ich habe das jetzt die Serie überhaupt nicht lange verfolgt. Also Sportspiele an sich sind so gar nichts für mich. Vielleicht sowas mal so, was wie California Games, was man mit einem Bierchen in geselliger Runde mal ein bisschen spaßweise zocken kann oder irgendwie sowas. Aber jetzt nichts ernsthaft, aber naja. Für die Sammlung, mein Gott, 2 Euro plus 1,50 Euro Versand oder so, kann man nichts falsch machen, denke ich mal. Ne? So. Und dann noch ein eBay-Kauf. Auch da wieder Auktion mal drauf geboten. Mal gucken, wie es ausläuft. Da habe ich jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Euro für bezahlt. Das Dschungelbuch. Ja, normale spätere Virgin Interactive, ja, Jump'n'Run, Disney-Fasshoftung. Diese Virgin-Spiele, die sind ja alle, haben so an alle einen ganz bestimmten Stil, finde ich, der nicht unbedingt super ist. Also die alten Capcom-Spiele waren Disney-technisch doch wesentlich besser als diese Virgin Interactive-Spiele. Als ich da jetzt reingespielt habe für die Spielaufnahmen, habe ich sofort dran gedacht, dass ich das, glaube ich, damals für einen PC hatte. Da habe ich das, glaube ich, gezockt. Also ich hatte das nicht auf dem Super Nintendo, sondern glaube ich auf dem PC. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn es auf dem PC nicht erschienen wäre, so rum. ja, ist ein Plattformer, ein Virgin Interactive Disney Spiel. Ich glaube, damit sage ich eigentlich alles. Fühlt sich so ein bisschen rau an, sage ich mal. Ja, mal gucken, ob ich da mal einen Test zu mache oder ähnliches. Aber wie gesagt, für 5 Euro kann man nichts falsch machen. Bei einem Super Nintendo Spiel, denke ich mal. So. Und das habe ich mir sehr günstig als Sofortkauf geholt. Und zwar wegen einem Zuschauerwunsch von SNES Manic an dieser Stelle. Schöne Grüße an dich. Da hat sie das ja für die Serie Retro Panda quält sich gewünscht. Kid Clown in Crazy Chase. Ja, die Folge habe ich auch schon gestern, nee, vorgestern abgedreht. Du magst mich nicht, oder? Alter, das Spiel ist echt Müll. Das ist so reiner Müll. Also, ja, also das muss man selber gespielt haben. Also es ist so ein bisschen isometrische Ansicht und ihr müsst quasi einen Berg herunterlaufen, verschiedene Hindernissen ausweichen und verschiedene Sachen einsammeln und so weiter. Die Steuerung ist Mist, das Gameplay ist Mist, also die Technik, okay, die mag vielleicht noch okay sein, die Grafik geht einigermaßen in Ordnung, aber boah, ist das Mist. Ich habe das auch für 5 Euro gekauft. Also mehr wäre es mir auch nicht wert gewesen. Auch hier an dieser Stelle, falls ihr Wünsche habt, wie Retro Panda quält sich, gerne raushauen. Bin ich natürlich immer auf der Suche nach Spielen, mit denen ich mich denn etwas beschäftigen kann. Aber bitte keine
teuren Spiele. Weil ich bin natürlich nicht bereit, jetzt irgendwie 30 Euro für irgendein Spiel rauszuhauen, wo ich weiß, dass es scheiße ist. Also so ein 5er oder so, das kann man natürlich gerne mal ausgeben, aber jetzt keine teuren Spiele wünschen. Also ich weiß, dass der Schulkritik sich ja die GTA-Teile auf den Game Boy Color gewünscht hat, aber ich habe da mal geguckt, weil es GTA ist, kostet Dinger 30, 40 Euro. Das ist mir dann doch etwas zu viel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Auf jeden Fall ist eine schöne Folge, denke ich mal, geworden, wird jetzt auch die Tage erscheinen auf jeden Fall. Und danke an den SNES Maniac für den Wunsch. Falls ihr das noch nicht getan habt, schaut bei seinem Kanal mal vorbei. Der macht auch schöne, knackige Super Nintendo Testvideos, die auch so 3-4 Minuten lang dauern, also im Prinzip so wie meine. Schaut da mal vorbei, vielleicht gefällt es euch und dann lasst den guten mal ein Abo da auf jeden Fall. Auf jeden Fall danke für den Wunsch. So. Das war eine Super Nintendo-Spiele auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein paar Gameboy-Spiele. Und zwar habe ich da auf den Lot geboten. Ich denke mal, habe ich einen ganz guten Preis gemacht. Ich habe das, glaube ich, 25 Euro plus 2 Euro Versand oder sowas bezahlt. Es sind insgesamt 6 Gameboy-Spiele. Die zeige ich euch jetzt am besten mal. Also ich denke mal, gut, es ist kein absoluter Schnäppchenpreis gewesen. Aber ich rechne mal so die eBay-Preise mal grob zusammen. Was ich gespart habe, hätte ich das jetzt bei Sofortkauf bei eBay gekauft. Da habe ich dann, glaube ich, jetzt 15 Euro oder sowas gespart. Wobei natürlich diese Sofortkauf-eBay-Preise eher so das obere Limit sind, ne? wie wir alle wissen. Auf jeden Fall war dabei DuckTales. Ihr seht es nicht in einem besonders guten Zustand, aber wenn man sich diese 25 Euro mal durch die 6 teilt, dann ist eigentlich so der Cartridge-Preis okay. Ist natürlich ein B-Zustand. Muss ich auch mal ein bisschen sauber machen. Ist natürlich jetzt nicht so geil, sage ich mal. Ja, DuckTales hatte ich noch nicht. Obwohl ich als Kind geliebt habe und ewig gezockt habe. Aber da, ja, man sieht so ein bisschen im Bild versteckt wahrscheinlich. Ich habe nämlich die NES-Version von DuckTales und da der Game Boy nur der Port der NES-Version war, hatte ich ja quasi schon eine Version und zwar so gesehen die bessere Version. Habe ich als Kind geliebt und immer wieder gezockt. Und es war auch eines der wenigen Spiele, die ich als Kind auch mal durchgespielt habe. Als Gameboy habe ich kaum Spiele durchgespielt. Ich weiß auch gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Aber ja, DuckTales fehlte noch in meiner Sammlung. War natürlich super für den Preis. Wie gesagt, Zustand ist natürlich Mist. Ich denke mal, vielleicht, weil ich da so gute Erinnerungen habe, will ich mir da auch irgendwann mal die OVP holen oder ein Upgrade oder ähnliches. Aber naja, ich habe es erstmal und für den Preis, denke ich mal, geht's in Ordnung. So, dann war noch ein Spiel dabei, das habe ich allerdings schon, und zwar Donkey Kong Land. Da habe ich auch schon einen Test für gemacht. Ja, Zustand auch da. Ich hab mal gesehen, so die meisten Donkey Kong Land Cartridges, da ist das hier ausgeblichen. Das ist ja schon fast Normalzustand. Ne? Also die Version, die ich habe, hat das auch. Haben sie da irgendwie am Label gespart, dass das irgendwie da nicht gut beschichtet war oder ähnliches? Finde ich irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, also wer es noch nicht kennt, ist natürlich so eine Art Portierung von Donkey Kong Country vom Super Nintendo. Ja, ist halt sehr Geschmackssache, das Spiel. Also das Spiel an sich, die Plattformer-Element, sage ich mal, geht natürlich voll in Ordnung. Ist natürlich rare, Donkey Kong Land, super. Aber sie haben versucht, halt diesen Grafikstil, diesen vorgerenderten Grafikstil auf den Game Boy zu portieren. Und das ist nicht unbedingt optimal gelungen. Also mir wäre so ein eigener Pixel-Stil wesentlich lieber gewesen, ehrlich gesagt. Aber naja, schauen wir mal. Ist dabei, vielleicht irgendwann mal zum Tauschen oder sowas. Ne? Ist halt beim wenn man Lot kauft, sind natürlich meistens Spiele dabei, die man schon hat. Ne? Also passt, war dabei. Preis so gesehen geht denn ja auch in Ordnung dafür. Dann noch ein Spiel, Desert Strike. Das hatte ich allerdings noch nicht. Zustand ist auch sehr gut, kannte ich auch noch nicht. Als ich reingespielt habe, war ich da echt so ein bisschen überrascht, als das gestartet ist. Das ist grafisch ganz gut aufgemacht, muss ich sagen, für ein Gameboy-Spiel. Also wo es gestartet ist, wo dann so quasi der Hubschrauber in der ersten Mission von dem Schiff abhebt. Also ich steuere den Hubschrauber. Dachte ich mir auch so, okay gut, das ist die Intro-Sequenz, wann fängt denn das Spiel an? Und es passierte irgendwie nichts. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist es wohl das, jetzt das Spiel. Hab den losgezockt und das ist
echt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Steuerungsmäßig fummelig, weil ihr den Hubschrauber nicht einfach, wenn ihr nach rechts drückt, dann fliegt der Hubschrauber nicht. Die versuchen quasi so ein bisschen so eine Flugsimulation damit reinzubringen. Keine Ahnung wieso, dass ihr quasi nach vorne auf den Steuerkreuz drücken müsst, damit ihr Geschwindigkeit aufnimmt und dann könnt ihr steuern. Ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie das im Endeffekt denn wird. Schauen wir einfach mal. Ne? Ich denke mal, ich werde auch irgendwann mal einen Test dazu machen. So. Und dann noch ein Spiel, was ich nicht hatte. Batman ist ein sehr früher Titel. Erinnert so ein bisschen an Mega Man. Aber eigentlich, wenn man das Spiel spielt, hat es eigentlich nicht wirklich was mit Batman zu tun. Also klar, sicher, der Hauptcharakter, der sieht Batman ein bisschen ähnlich. Wobei das Stil natürlich sehr, sehr eigen ist mit diesen Mini-Figuren. Also keine Ahnung. Okay, es ist halt ein früher Titel. Da hat man natürlich noch versucht, so einen optimalen Gameboy-Stil zu finden, sage ich mal. Ne? Aber ja, es ist halt so ein bisschen Mega Man. Technisch spielt sich ganz solide eigentlich, hat aber wie gesagt mit Batman eigentlich nicht viel zu tun, auch weil ihr einfach mit eurer Pistole die Gegner umschießt. Also Batman tötet ja eigentlich keine Leute. Also ich bin jetzt nicht der größte Comic-Nerd, aber das weiß ich, dass es Batman versucht, die Leute nicht zu töten, anstatt jetzt mit der Knarre und eine abschießt. Ja, ist ein solider Titel. Das Grafikstil ist natürlich überraschend, sage ich mal, aber ja, schauen wir mal rein irgendwann. Ne? So. Dann ein Game Boy Color Spiel war dabei, sammle ich ja eigentlich gar nicht, aber gut, wenn es dabei ist, und zwar Turok 2. Da habe ich jetzt reingespielt und erstmal gar nichts gerafft. Also ich meine, die Serie Turok dürfte jedem bekannt sein. Das ist ja diese berühmte eigentlich Ego-Shooter-Serie, die dann irgendwann, oder startet es mit Plattformer, ich weiß gar nicht. Also ich kenne es als ersten Teil dieser Ego-Shooter, der damals irgendwie wirklich Grafik-Power zeigte und so weiter. Ja, boah, also ich habe es nicht gerafft, was man machen soll. Also, ihr seht es ja in der Videoaufnahme selber, man läuft da irgendwie rum und dann sind da so Zombies oder was das sein soll. Und wenn man die angreifen will, dann passiert nichts und boah, keine Ahnung. Vielleicht, ich muss mal recherchieren, was man da genauer machen muss. Vielleicht ist es ja ein Kandidat für eine Quälzig-Serie oder vielleicht ist es ja gut. Ich weiß es nicht. Also beim Reinspielen habe ich es zumindest nicht kapiert. Aber naja, gut. So, und als letztes Spiel, was ich mir überhaupt geholt habe, war auch das letzte Spiel in diesem Lot war, The Hunt for Red October. Da habe ich jetzt auch schon ein Video von gemacht und zwar auch für die Retro Panda Quetzig Serie. Das ist immer so, wenn ich die Retro Panda Quetzig aufnehme und dann eh die ganze Kamera Setup da habe, dann nehme ich meistens so zwei Folgen auf. Also ich habe dann das Kid Clown und jetzt das Spiel aufgenommen. Und zwar aus einem Grund, das ist sauhart. Das ist frustrierend hart. Also im Prinzip haben sie was Vernünftiges aus dem Film gemacht. Und zwar steuert ein U-Boot quasi durch so labyrinthartige Unterwasserlandschaften und müsst dann halt auf andere Boote aufpassen und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist so frustrierend schwer irgendwie. Ich weiß nicht. Also von der Grundidee her super. Aber warum muss das denn so schwer sein? Also, ich habe das auch hier bei ich gucke hier mal auf GameFAQs, also Game oder FAQs.com. Da kann man, ist ja große Spiele-Datenbank, wo auch Schwierigkeitsgrade und dadurch bin ich auch drauf gekommen, weil das Spiel sagte mir vorher nichts. Das war in dem Lot drin, da habe ich geguckt, okay, es ist sau schwer. Dann habe ich mir im Kopf gedacht, okay, dann ist das ein Kandidat für Retro Panda quält sich. Und da ist das Zählzeit wirklich als eines der schwersten Gameboy-Spiele überhaupt. Und warum, Leute? Aber wundert mich sowieso, dass mir wieder aufgefallen, wie viele Gameboy-Spiele es von erwachsenen Filmen gibt irgendwie. Also hier Hunt for Red October. Ja, ich habe den Film persönlich nicht gesehen. Klar, wird irgendwas mit U-Boot sein und so weiter. Alles klar, mit Sean Connery. Aber zum Beispiel Terminator 2 und so weiter. Also der Gameboy, der war ja eher so für die Kinder gedacht. Und da scheinen ja solche Spiele. Ich meine, gut, Terminator 2, ich als Kind damals, man hatte auch immer so gehört von Schulkameraden, boah, das ist voll der Film, weil der große Bruder hat das denn vielleicht mal gesehen oder irgendwie sowas. Da macht man so ein Auge raus und so weiter und man hat sich dann gegruselt. Man wusste schon ungefähr, was es ist, ne? Obwohl man den Film natürlich den nicht unbedingt gesehen hat. Aber ist schon seltsam, oder? Aber na gut.
dann waren das jetzt meine Pickups für den August. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.